Egal ob in Filmen und Serien, in Videospielen, auf designten Produkten oder als Print, man kommt nicht mehr um 3D herum. Und in diesem Video gebe ich dir 5 Gründe, warum auch du als 2D-Artist 3D lernen solltest. Hi, ich bin Sandra und als The Coaching Artist und Gründerin der S-Art School helfe ich dir, dein volles kreatives Potenzial zu entfalten. Heute möchte ich dir zeigen, wie du 3D in jeder Phase deines kreativen Schaffensprozesses auch für deine 2D-Werke nutzen kannst. Denn ich bin ebenfalls beides, 2D und 3D Digital Artist. Und nutze oft Mischtechniken aus beiden Gebieten, wovon meine Arbeit massiv profitiert. Konkret gebe ich dir jetzt 5 Gründe für 3D mit persönlichen Beispielen, die sich an dem kreativen Schaffensprozess orientieren. Also, los geht's! In der ersten Phase eines jeden Kunstwerkes, der Konzeptionsphase, geht es darum, überhaupt erst einmal eine Idee, ja ein Konzept, wie es der Name sagt, für dein Werk zu schaffen. Bei freier Kunst erfolgt diese Phase oft unbewusst, während du bereits die erste Farbe auf der Leinwand platzierst. Du schaffst dann aus dir selbst heraus, ohne zusätzlichen Zweck. Bei jeder anderen angewandten Kunst, wie zum Beispiel Illustration, Concept Art, Design und dergleichen, musst du hingegen erst einmal Folgendes entscheiden. Was willst du überhaupt wofür erschaffen? Oder wenn es sich um einen Auftrag handelt, was könntest du für dieses Briefing erschaffen? Wie könntest du dieses Problem kreativ lösen? Und anstatt jetzt mit Skizzen oder Notizen diesen Kreativprozess zu beginnen, kannst du auch hier stattdessen bereits auf 3D zurückgreifen. Einmal habe ich zum Beispiel alle Figuren für ein Alien-Schachset 3D modelliert bzw. gesculptet. Und um überhaupt eine Richtung für das Schachset zu finden, welche Art Figuren ich erschaffen wollte, denn das stand nicht von Anfang an fest, habe ich einfach einmal drauf losgesculptet und mich nur grob an der Kreuzform der klassischen Königsschachfigur orientiert. Dabei wurde mir dann klar, dass ich thematisch Alien-Kreaturen inspiriert von Wassertieren für das Schachset erschaffen wollte. Yep, ich habe tendenziell irgendwie immer den Hang, creepy creatures zu erschaffen und dem wollte ich hier einfach nachgehen. Für die folgenden Figuren habe ich dann aber immer erst Zeichenstudien von bestimmten Wassertieren erstellt und das Gelernte davon dann in meine Skizzen mit starkem Fokus auf der Silhouette der Figuren einfließen lassen, bevor ich diese dann in 3D-Modelle umgewandelt habe. Aber diese erste kreative Sculpting-Session war eben die Grundlage für alles Weitere, eben für das Konzept, sozusagen 3D als Kreativitätstechnik. Und das funktioniert deswegen so gut, weil dir mit 3D viel mehr Bildmaterial, also viel mehr visuelle Reize zur Verfügung stehen. Eben, weil du literally alles aus mehreren Perspektiven betrachten kannst, was 2D so nicht möglich ist. 2D müsstest du für jede Perspektive jeweils eine neue Skizze anfertigen. 3D kannst du hingegen einfach das Modell oder den Strich drehen. Und zack, hast du eine neue Ansicht und damit eine neue Möglichkeit für neue kreative Assoziationen. Und neben Sculpting funktioniert diese Kreativitätstechnik auch wunderbar mit Kitbashing, bei dem du aus verschiedenen 3D-Modellen ein neues 3D-Modell zusammensetzt. 3D-Kollagieren sozusagen. Das also soweit zur Konzeptionsphase. In der zweiten Phase deines Kunstwerkes hast du schließlich
zumindest eine grobe Idee im Kopf und versuchst diese dann von dort aus auf dein Papier oder eben die digitale Leinwand zu bringen. Und das ist genau die Stelle, wo dir 3D meiner Meinung nach aktuell am meisten helfen kann. Einerseits eignen sich 3D-Modelle nämlich wunderbar für Zeichenstudien. Wenn du gerade live nicht das Modell deiner Wahl zur Verfügung hast, was immer die beste Wahl wäre, kannst du damit deine Vorlage erneut mit all den möglichen Ansichten viel besser verstehen und damit zeichnen, als wenn du einfach nur Fotos zum Zeichnen zur Verfügung hättest. Und noch besser, wenn du selbst zunächst diese 3D-Vorlage erstellst, profitierst du gleich mehrfach. Du lernst doppelt, beim Erstellen des Modells und dann beim Abzeichnen. Und du hast vor allem auch ein digitales Asset geschaffen, welches du selbst beliebig oft in Zukunft nutzen und auch an andere Künstler weiter verkaufen kannst. Andererseits, und das ist wohl der wichtigste Punkt, kannst du 3D wunderbar nutzen, um dir schnell eine wirklich gute Vorlage zum Überzeichnen zu schaffen. Denn der große Vorteil von 3D ist, dass es dir mit der automatisch integrierten Perspektive eine der schwersten gestalterischen Grundlagen komplett abnimmt. Selbst wenn du 2D gut perspektivisch zeichnen kannst, geht es in 3D einfach viel schneller. Und einmal modelliert, kannst du dein Modell dann eben auch schnell in jede andere beliebige Perspektive bringen, einen Screenshot machen und das Ganze dann überzeichnen. Und das muss, wie du siehst, auch gar nicht fein ausgearbeitet sein. Gerade komplexe Stadtansichten, wie ich sie hier damals für das Animationsfilmprojekt Wonderful World erstellt habe, würden einfach Stunden, wenn nicht sogar Tage an Zeichenzeit kosten, die du durch 3D massiv reduzieren kannst. Wenn du also in Richtung Concept Art gehen willst, dann kommst du sogar eigentlich gar nicht drum herum, 3D zu lernen, da das mittlerweile Industriestandard ist. Das Tolle ist aber, deine gestalterischen Grundlagen sind dadurch nicht verloren. Um wirklich gute Überzeichnungen deiner 3D-Modelle anzufertigen, benötigst du diese gestalterischen Grundlagen. Ja, selbst wenn du Guidelines hast mit diesen Perspektivlinien, du musst trotzdem die Grundlagen verstanden haben und das Ganze dann auch weiterdenken können, auch gerade bei der Ausarbeitung. Ja, und das Tolle ist auch, je länger du in 3D arbeitest, desto besser werden auch deine Grundlagen. Ja, zum Beispiel dein Perspektivverständnis wird immer besser. Wenn du einmal die Grundlagen 2D verstanden hast und dann 3D arbeitest, wird sich das gegenseitig immer weiter pushen. Außerdem hilft dir 3D aber nicht nur perspektivisch korrekt und besser zu zeichnen, sondern es hilft dir auch überhaupt, eine passende Perspektive zu finden. Stichwort Kompositionsfindung. Bei meinem Sternzeichenprojekt hatte ich zum Beispiel für das erste Werk zwar im Kopf, wie und wo ich die Steinbockkönigin mit der Steinbockkreatur interagieren lassen wollte, aber die genaue Komposition war mir noch unklar. Deshalb habe ich schnell 3D-Modelle von der Szene gebaut, die teilweise topologisch auch gar nicht gut waren, doch so konnte ich dann mit der Kamera ganz leicht durch die Szene hindurchgehen und verschiedene Ansichten ausprobieren, bevor ich dann meine Liebste genommen habe und in Photoshop überzeichnet habe. Auch hier also wieder eine enorme Zeitersparnis. Und schließlich möchte ich bezüglich der Skizzenphase auch nicht unerwähnt lassen, dass du gar nicht in 2D, sondern auch direkt in 3D skizzieren kannst. Tools wie der Crease Pencil und Co. in Blender machen es möglich. Aber das nur am Rande. Auch in der dritten Phase, wenn du von deiner Skizze in die Ausarbeitung übergehst, kannst du 3D wunderbar weiter nutzen. Einmal kannst du ähnlich wie zuvor auch hier wieder
viel leichter Referenzen zum Abzeichnen oder vor allen Dingen auch zum Korrigieren deiner Werke hier verwenden. Bei meiner Illustration, The Second Horseman, war ich mir zum Beispiel im fortgeschrittenen Prozess unsicher, wie genau ich die Arme des Characters bzw. dessen generelle Pose auszeichnen wollte. Sie wirkte noch nicht ganz so wie gewollt. Entsprechend habe ich einen kleinen 3D-Dummy, hier sogar mit entsprechenden Licht und Farben, mit DAS und Blender erstellt und diesen dann beim Zeichnen als Referenz verwendet. Oder anstatt nur einfache Modelle als Referenz zu erstellen, kannst du diese auch noch weiter ausarbeiten und dann sozusagen nur noch das finale Polishing, die Finalisierung, mit 2D umsetzen. Entweder vereinfacht als Linienzeichnung, was sich besonders für Konzeptzeichnungen sehr gut macht, als cartoony Overpainting oder als realistisches Overpainting in Kombination mit Photobashing-Techniken. Auch hier wieder praktisch ein Muss für jeden Konzeptartist und eine nützliche Technik für alle anderen Künstler. Schließlich hast du hoffentlich dein Kunstwerk fertiggestellt und willst es nun der Welt präsentieren, in Form deines Portfolios, auf Social Media oder auch auf anderen Kanälen. Und genau da kann dir auch 3D wiederum helfen. Gerade wenn du ohnehin digital 2D arbeitest, aber auch wenn du deine 2D-traditionellen Werke digitalisierst, kannst du diese ganz leicht ansprechender präsentieren, wenn du sie auf sogenannte Mockups applizierst. Also wenn man dein Werk konkret auf einem anderen Objekt sieht, wie etwa dein Buchcover auf einem tatsächlichen Buch. Natürlich könntest du das Ganze auch fotografieren, aber auch dieser Skill will erst einmal gelernt sein. Man benötigt das entsprechende Equipment und zeitaufwendig ist das Ganze auch. Wenn du wiederum 3D beherrschst, dann bist du nicht auf das Fotografieren oder externe Dienstleister angewiesen, um diese Mockups zu erstellen, sondern du kannst sie eben selbst mit weniger Aufwand generieren und vor allem immer wieder verwenden. Aber das sind nur einige Beispiele. Und auch das ist noch längst nicht alles, womit dir 3D helfen kann. Denn schließlich kannst du mit 3D deine 2D-Werke auch komplett in den 3D-Dimensionen zum Leben erwecken. Das heißt, du legst vielleicht nur die ersten Skizzen für dein Projekt in 2D an und setzt dann aber das restliche Werk komplett als 3D-Modell oder fertiges Rendering um. Gerade für Leute, die nicht gern stundenlang Bilder im Detail malerisch ausarbeiten wollen, kann das ein wahrer Segen sein, da du eben, in Anführungszeichen, nur modellieren musst. Die Farbgebung aber vom Programm übernommen wird, sofern du die Lichter und Materialien richtig gesetzt hast. Und natürlich kannst du auch nach dem Rendering aus dem 3D-Programm dieses auch noch einmal mit deinen 2D-Fähigkeiten weiter verfeinern. Wenn du die zwei Skills einmal ausgebildet hast, harmonieren sie, wie du siehst, wirklich sehr gut zusammen. Und wie du dir sicher bereits vorstellen kannst, eröffnen sich dir damit noch viele andere Einsatzmöglichkeiten. Du könntest dann zum Beispiel einen 3D-Druck von deinem Werk erstellen, wie etwa eine Miniatur für ein Brettspiel, eine Animation, eine professionelle medizinische Illustration, Marketingmaterial, fertige Grafikdesigns oder auch einfach eine schöne Illustrationsserie. Und. Wie du siehst, die Anwendungsmöglichkeiten von 3D für dich als 2D-Artist, aber auch alleinstehend, sind praktisch unendlich bei deinem kreativen Schaffensprozess. Und vor allem ist es aber auch ein Gebiet, welches immer relevanter wird,
mit welchen du also einen wirklich wertvollen Skill für dich privat, aber eben auch für deine berufliche Zukunft aufbauen kannst. Und wenn du jetzt angefixt bist und auch gern 3D lernen möchtest, dann schau dir einfach einmal meinen neuen Kurs Blender Memory an. In diesen erkläre ich dir als Komplettanfänger nämlich alle wichtigen Grundlagen für das 3D-Modeling und den Einstieg in Blender. Und in der Premium-Variante erhältst du zudem auch Schritt für Schritt Anleitungen, wie du dieses Wissen eben auch für deine 2D-Werke nutzen kannst, wie ich es in diesem Video unter anderem bereits angerissen habe. Den Link dazu findest du in der Beschreibung. Okay, ansonsten war es das aber auch schon wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen und wenn dem so ist, dann hinterlasse auch bitte einen Daumen nach oben und vergiss auch nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Hier gibt es immer wieder zahlreiche Kreativtipps, Zeichentutorials für Digital Artists und mehr. Ja, und ansonsten bleibt mir wie immer nichts anderes zu sagen, außer bleib kreativ und bis bald.